Vielen Dank, lieber Rainer. Und du hast mir ja auch eine wunderbare Bühne jetzt gegeben mit dem Servicebarometer. Dann kamen ja wieder gleich Fragen hoch, die auch wunderbar jetzt nochmal zu diskutieren sind zum Thema auch Mitarbeiterbindung im Kundenservice. Wir haben jetzt ein paar Erwartungshaltungen der Kunden gesehen. Und jetzt wollen wir natürlich auch sehen, wie sieht eigentlich der Alltag aus? Und dazu habe ich einfach mal ein paar Gedanken zusammengestellt. Ich erzähle ja in dem Sinne nichts Neues hier. Das Schöne ist ja immer, wenn man viel unterwegs ist in Firmen, als Berater, als Trainer und Coach, dann sieht man ja die Realität auch aus Mitarbeitersicht. Und deswegen hier einfach mal ein paar Grundaussagen, was wir gerade grundsätzlich so beobachten, was eigentlich passiert, wenn es zum Thema Kundenservice und auch Service-Mitarbeiter geht. Also erstmal aus der Sicht der Kunden ist erstmal der Kundenservice einer der wichtigsten Faktoren, wenn nicht überhaupt der wichtigste in der Customer Experience. Können wir uns eigentlich alle möglichen Customer Journey Analytics anschauen? Die größten Pain Points sind immer da, wenn was schief läuft. Wie geht man damit um als Unternehmen? Wie schnell bin ich erreichbar als Unternehmen? Und wie freundlich werde ich auch bedient oder als Kunde eigentlich wertgeschätzt wahrgenommen? Deswegen, da das Thema Service, Kundenservice für den Kunden immer wirklich einer der wichtigsten Faktoren in der kompletten Customer Experience. Na, wie eben schon genannt, die Relevanz in der Customer Journey ist extrem hoch, gerade wenn mal etwas schief läuft. Wir können uns ja alle jetzt auch vorstellen, wie das gerade läuft. Immer Pandemie, klassisches Beispiel. Wenn wir jetzt Flüge gebucht haben, da geht es uns jetzt nicht erstmal darum, dass wir jetzt schöne Werbung sehen, wo wir die alle überall hinfliegen könnten. Erstmal will ich wissen, was passiert denn mit den Tickets, die ich eigentlich schon gekauft habe und jetzt gar nicht weiß, ob ich fliegen kann und wie schnell kriege ich mein Geld zurück. Kann man sich vorstellen, dass bei den Airlines gerade ziemlich viel los ist im Servicebereich. Kundenservice entspricht meist nicht dem Anspruch der Kunden. Hohe Wartezeiten, lange Wartezeiten, überhaupt schwierig, überhaupt jemanden jetzt ranzukommen ans Telefon. Natürlich auch Chats wird angeboten, Chatbots gibt es auch. Technologie ist ja so weit fortgeschritten. Trotzdem erfüllt es nicht unbedingt den Grad an Erwartungsmanagement, den der Kunde erwartet. Oft man merkt, man hat mit einer Maschine zu tun oder mit einem Algorithmus. Wenn man ein spezielles Problem hat, wird man nicht verstanden. Also da gibt es ja Stories ohne Ende, die wir ja auch alle kennen. Personalisierende Ansprache fand ich also interessant gerade zu sehen in dem Servicebarometer, was der Rainer auch gerade gezeigt hat. Wie wichtig auch mal diese persönliche Ansprache und Individualisierung der Ansprache ist. Also da können wir mal sagen, aus Kundensicht, ne, können wir alle sagen, d'accord, ist total wichtig, Kundenservice. Jetzt haben wir auch die Sicht des Unternehmens. Dass Customer Experience jetzt als neues und breites Thema sehr ernst genommen wird, ist auch nichts Neues, das wissen wir und immer mehr, auch im deutschsprachigen Raum. Und es wird natürlich erstmal viel an Konzepten gebastelt. Also konkrete Veränderungen im Kundenservice merkt man jetzt, werden noch nicht so stark implementiert. Hängt auch damit zusammen, dass Customer Experience nicht wirklich am Kundenservice hängt, sondern eher entweder beim Marketingbereich aufgehängt ist oder viel auch im strategischen Bereich oder als strategisches Projekt aufgesetzt wird. Das heißt, alles, was Customer Service ist, ist eigentlich nicht sexy genug für diejenigen, die jetzt zum Beispiel Customer Experience Standards definieren oder eine Journey mappen oder einen Experience Guide kreieren. Also, ne, da ist der Service an sich ist erstmal, ne, man weiß ja, da sind oft die Pain Points und das ist jetzt nicht das ist ja nicht die schöne Seite der Medaille von Customer Experience und auf die wollen wir uns erstmal fokussieren als Unternehmen. Und ganz großes Problem, Kundenservice wird oft als Kostenstelle gesehen, nicht als Wachstumstreiber. Ich sehe es immer irgendwie hinten. Oft reden wir auch von einer Art Wertschöpfungskette und man ist irgendwo hinten dran im Kundenservice. Ne, und als Kostenstelle, das ist ja erstmal keine strategisch gute Positionierung im Unternehmen. Was bedeutet das nun für die Mitarbeiter oder welche Sicht der Mitarbeiter können wir erstmal sehen? Also grundsätzlich, Talent ist rar, merken wir auch gerade ganz stark in Deutschland. Deshalb natürlich wertvoll. Mitarbeiter fühlen sich aber nicht als Mensch wertgeschätzt. Wir sehen auch gerade diese ganzen Diskussionen. Ob Homeoffice, ja, nein, haben wir auch eben im Servicebarometer gesehen. Es war klar, alle müssen ins Homeoffice, wenn es einen Lockdown gibt, aber dann können wir alle wieder zurück ins Büro. Jetzt haben wir eine 2G-Regel, 2G plus, was auch immer gibt. Der Mensch an sich, wie gehen wir damit eigentlich um? Das ist für den Mitarbeiter sehr wichtig. Die Servicemitarbeiter sind für den Kunden die wichtigsten. Ne, ich mache wieder eine Schleife zur Sicht der Kunden, der Kundenservice ist grundsätzlich das Wichtigste in der Customer Experience. Das heißt auch die
die Mitarbeiter, die mit dem Kunden in der Interaktion ist und die im Service arbeiten, sind die wichtigsten für den Kunden, aber im Unternehmen selbst oft die unwichtigsten, die irgendwo am Ende sind, die ja nur dann relevant sind, wenn irgendwas schief läuft und oft auch die am schlechtesten bezahlt sind. Also wir können sagen, man fühlt sich oft am Ende der Wertschöpfungskette. Und oft, und das ist ja auch die Realität im Service, müssen die Mitarbeiter im Service das ausbaden, was vom Unternehmen versprochen wird, aber nicht wirklich gehalten wird. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme, Beispiel Airline, Service Center, kann man sich vorstellen, was da gerade los ist und dass man einen Anruf nach dem anderen hat, verärgerte Kunden, die nicht wissen, was sie machen können, ob sie ihr Geld zurückbekommen, wann sie fliegen können. Also im Moment nicht einfach, auch aus Mitarbeitersicht, das alles auf den eigenen Schultern zu tragen. Das erstmal als Big Picture. Wo stehen wir eigentlich und was waren ein paar Grundgedanken, die ich darstellen wollte? Zudem kommt natürlich oder auch als Conclusio, wir haben einen Fachkräftemangel grundsätzlich, Imageprobleme für den Bereich Kundenservice, die es schon immer gab und jetzt verstärkt noch gibt. Und dann auch passive Kandidaten. Also es ist nicht wirklich einfach, hier Mitarbeiter zu finden, die dann auch so engagiert ist, um ein positives Kundenerlebnis zu vermitteln. So, und jetzt. Wir reden von Mitarbeitern, Mitarbeitersicht. Wollte ich einfach mal darstellen, wie sieht denn eigentlich gerade so eine Employee Journey jetzt aus Mitarbeitersicht in so einem Contact Center zum Beispiel aus? Wenn wir sagen, Kundenservice, wir gucken uns ein Contact Center an. Es gibt verschiedene Phasen in einer Employee Experience. Hauptsächlich als Mitarbeiter gehen wir in einem Unternehmen verschiedene Phasen durch. Wir suchen erstmal einen Job. Wir sind in dieser Findungsphase. Ich möchte den Job finden, auf den ich Lust habe, dann starte ich meinen Job, wo ich erstmal meinen ersten Tag habe, nach dem ganzen Recruiting-Prozess und so weiter. Dann kann ich im Unternehmen wachsen. Ich wachse am Alltag, ich wachse an meinen Aufgaben, ich wachse an mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. Dann konsolidiere ich irgendwann meine Karriere oder grundsätzlich mein Arbeitseinsatz. Ich kann auch wechseln im Unternehmen, wenn das möglich ist. Und am Ende natürlich auch das Unternehmen verlassen. Also wir reden eigentlich von diesen sechs Hauptphasen in einer Employee Journey erstmal grundsätzlich die wichtig sind. Und wenn ich mich jetzt in den Mitarbeiter hineinversetze im Contact Center, was sehe ich denn da? Also erstmal, es wird ja gerade sehr viel in Recruiting investiert. Personalmarketing, alle Firmen machen Employer Branding. Sie wollen die Talente praktisch an sich binden, erstmal gewinnen. Und es werden viel Versprechen gegeben. Und wie toll es ja auch ist, im Kundenservice zu arbeiten, denn unser Grundanspruch ist ja, Menschen zu helfen. Das ist ja erstmal was mich auch motiviert, ne, als Person. Aber es wird auch sehr viel da investiert. Das Investment auf Firmenebene ist sehr hoch. Dann, wenn ich erstmal starte, sehe ich auch erstmal als Mitarbeiter, oh, ich bin ja vielleicht auch im Outsourcing, ne? Also interne Contact Center sind jetzt ja nicht Standard. Es ist ja eher, dass es ein Outsourcer ist. Und das heißt, ich als Mitarbeiter, die Unternehmen, die ich vertrete oder das Unternehmen, was ich jetzt im Service vertrete, ist ja oft nicht mein direkter Arbeitgeber, sondern der Kunde meines Arbeitgebers. Also ich bin ja noch nicht mal auf der Payroll des Unternehmens, das ich repräsentiere. Das ist ja erstmal schon, ist auch mal ein erster Bruch in Identifikation und Wertschätzung, wie ich damit umgehe. Dann, wenn ich wachsen möchte, sehe ich werde hier natürlich ganz klar auch geführt von Führungskräften. Ich habe Supervisor, Leute, die sich um mich kümmern, natürlich nicht nur bei der Einarbeitung, sondern auch später auch für mich zuständig sind. Und da ist ja auch wichtig, dass diese Personen, die mich führen, ich auch das Gefühl habe, die haben Kompetenzen, die erstmal natürlich mich motivieren als Mitarbeiter, aber natürlich mir auch zeigen, wie ich als Service-Mitarbeiter in der Customer Journey einen Unterschied machen kann. Also auch, es ist ja ein direkter Zusammenhang zwischen meiner Arbeit im Service und der Kundenzentrierung eines Unternehmens, weil ich ja eigentlich auch eine wichtige Lösung, eine wichtige Rolle spiele in der Customer Experience, die das Unternehmen vermitteln möchte. In der Konsolidierung, was sehe ich denn? Ich habe jeden Tag hohen Produktivitätsdruck. Ich muss Service Level Agreements erfüllen. Die Zeit wird bis auf die Minute getrackt, wo, wenn ich nicht an meinem Arbe wenn ich nicht am, am, am PC sitze, am Laptop, wenn ich am Telefon hänge, sehr kurze Pausen. Das soziale Image ist nicht besonders gut. Es gibt oft Schichtdienst. Also die Realität, die ich in meinem Alltag habe, die ist natürlich nicht gerade eine gute Rahmenbedingung, dass ich Kundenzentrierung auch im Servicebereich wirklich vorleben kann, weil einfach meine Realität, wie mit mir umgegangen wird und wie die ganzen Prozesse laufen, nicht unbedingt menschlich ist. Das heißt, und wenn ich wechseln möchte,
Gibt es oft diese Möglichkeiten nicht? Contact Center Jobs sind ja oft Gelegenheitsjobs ohne Karriereperspektiven. Ich mache das vielleicht nebenbei, wenn ich studiere, oder ich mache es, weil ich nichts anderes finde. Oder ne, das ist ja eigentlich oft auch die Realität, die wir da sehen. Dann führt es natürlich auch dazu, dass ich als Mitarbeiter nicht besonders motiviert bin, Imageprobleme da sind, ich dann irgendwann sage, ich bin weg, und das ist natürlich wieder Verlust von Know-how in dem Unternehmen, was ich eigentlich repräsentiert habe, beziehungsweise in der Customer Journey, die ja für den Kunden eigentlich dann auch wieder im Servicebereich gut sein soll. Also wir sehen hier, wenn wir uns einfach mal aus der Mitarbeiterperspektive diese Phasen anschauen, sehen wir schon, da haben wir einiges zu tun, was wir machen können. Das ist nämlich genau unsere Herausforderung. Wie können wir das Talent, was wir haben, dauerhaft kundenorientiert führen, fördern und emotional binden, um die Abwanderung von genau denjenigen Mitarbeitern zu verhindern, die sich jeden Tag um unsere Kunden kümmern und sie am besten kennen. Also wir können da sehr viel tun, wenn wir aber auch der ganzen Rolle eines Mitarbeiters im Service, im Contact Center, einen ganz anderen Stellenwert geben. Und natürlich über kundenorientierte Führung und Employee Engagement hier einen Unterschied machen können. Wie könnte man sowas machen? Hier ist einfach mal ein Beispiel. Als Führungskraft, wir haben gesehen, wie wichtig das ist, als Führungskraft auch die Mitarbeiter im Contact Center zu führen und zu motivieren, kann ich Kompetenzen entwickeln, beziehungsweise ihnen arbeiten, die eine kundenorientierte Führung in den Vordergrund stellen. Das heißt natürlich, das kundenorientierte Arbeiten ist ganz, ganz wichtig, ist die wichtigste Kompetenz, weil ich das ja auch vorlebe als Führungskraft und auch von meinen Mitarbeitern im Service erwarte. Dann gibt es natürlich vielleicht andere Kompetenzen, die jetzt eher Bereich auf, ich fokussiere mich auf das Kundenerlebnis. Da kann ich natürlich auch zielorientiert vorgehen als Führungskraft, wirklich auch mit meinen Mitarbeitern im Contact Center Ziele vereinbaren. Nicht nur die SLAs im Sinne von KPIs, sondern auch, wie können wir gemeinsam schaffen, dass der Kunde nach jedem Gespräch happy ist. Wie können wir uns abstimmen? Ich muss euch informieren, was gerade läuft, welche Kampagne ist gestartet, damit wir auch wissen, wie viele Anrufe zum Beispiel reinkommen. Also, ne, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also, aber ich fokussiere mich auf das Kundenerlebnis als Führungskraft. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ich eine richtige Version vermittle. Warum ist es überhaupt wichtig? Welchen Stellenwert haben wir im Service? Wir übernehmen Verantwortung für das, was da geleistet wird. Und ich muss mich auch als Führungskraft dafür sowohl motivieren, aber auch durchsetzen, dass das Kundenerlebnis im Vordergrund steht. Und walk the talk, Vorbild sein, ganz wichtig. Jetzt haben wir auch eine emotionale Kompetenz, die ganz wichtig ist, die auch den Mitarbeiter als Menschen in den Vordergrund stellt. Das heißt, ich als Führungskraft muss Mitarbeiter motivieren können. Ich muss sie unterstützen. Ich muss auch kontinuierlich Feedback geben. Denn wenn ich kein Feedback gebe, dann fehlt auch eine Richtlinie. Mache ich es gut, mache ich es schlecht, habe ich hier was gut gemacht, und nicht nur irgendwelche Handling Times angucken, SLAs und wie viele Minuten ich am Telefon vielleicht verbracht habe. Wertschätzung Richtung Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig. Wir haben gesehen, zum Beispiel in Contact Centern, wo die Supervisor wirklich eine Coaching-Ausbildung bekommen haben und die praktisch als interne Coaches Richtung Mitarbeiter fungiert haben, ganz andere Resultate auch bei den Hard KPIs sind, weil die Mitarbeiter sich einfach viel mehr unterstützt und wertgeschätzt gefühlt haben. Ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch, dass wir gehen in Richtung Empowerment, wenn ich Aufgaben delegiere. Wir haben aus Mitarbeitergesicht gesehen, ich konsolidiere meine Arbeit, ich wachse an meiner Arbeit. Ganz, ganz wichtig, dass mir auch ein Handlungsrahmen gegeben wird, wo ich mich bewegen kann, wo ich Entscheidungen treffen kann, dass auch mal von meiner Führungskraft Fehler zugelassen werden. Und wie Teams zusammengestellt werden, ist mir auch wichtig als Mitarbeiter, dass auch die Führungskraft sieht, hier sind Teams, die funktionieren sehr gut zusammen. Die haben auch eine gute Gesamtperformance Richtung Customer Experience. Ich möchte auch beurteilt werden, und natürlich möchte ich auch an Innovation teilhaben, und ich erwarte von meiner Führungskraft, dass Innovation auch gefördert werden. Das sind einfach mal beispielhafte 25 Kompetenzen, wo wir sehen, die sind ganz, ganz, ganz wichtig, um eine kundenzentrierte Führung zu machen und den Mitarbeiter dafür auch zu befähigen, in den Vordergrund zu stellen und zu verstehen, Contact Center Agents können einfach eine ganz, ganz andere Rolle in der Customer Experience spielen. Und hier haben wir das Beispiel einer Airline, die einfach mal geschaut hatte, wenn wir das jetzt mal alles zusammenbringen, weil wir zum Beispiel ganz viel Interaktion mit Kunden haben, wie können wir das dann einfach mal runterbrechen auf verschiedene Bereiche und schauen,
wie wichtig einfach diese Employee Experience, das Mitarbeitererlebnis auf unsere Customer Experience ist, weil das ja auch die Ausgangsbasis ist, die ich von Anfang an genannt hatte. Und habe dann einfach mal ein bisschen rumgeschaut, also selbst auch eine Rechnung gemacht, die ich hier nicht zeigen kann, aber ich kann grundsätzlich zeigen, welche Studien es gibt und was man sich mal angeschaut hat, was man grundsätzlich mal in Relation zueinander gebracht hat. Und hier sehen wir zum Beispiel, hat man mal geschaut, also bei den Mitarbeitern, die jetzt im Service arbeiten oder im direkten Kundenkontakt, unabhängig davon, ob sie jetzt Flugbegleiter sind, ob sie in Operations arbeiten am Flughafen oder ob sie jetzt in einem Service Center arbeiten, dann hat man einfach geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem ENPS, also die Weiterempfehlungsrate des Unternehmens als Arbeitgeber und dem NPS? Und dann konnte man sagen, ja, es gab eine Korrelation. Es gibt aber auch sehr viele Studien dazu. Und grundsätzlich sagt man, es gibt eine Korrelation wirklich von 43% zwischen dem ENPS und dem NPS. Also da sieht man, das ist jetzt nicht unerheblich, ne, dass das motivierte Mitarbeiter auch ein positives Kundenerlebnis unterstützen. Dann hat man sich auch angeguckt, jetzt haben natürlich aber auch Mitarbeiter, die jetzt im Corporate Sales sind, die auch verkaufen, die im Vertrieb sind und gerade Dienstleistungen, Kontingente auch an Firmen verkaufen, Geschäftskunden oder auch Leute, die jetzt im technischen Bereich unterwegs sind und Flugzeuge warten. Wie sieht man denn da, was kann man sich denn da angucken als KPI und wie wichtig das ist? Und da hat man einfach geschaut, dass die Produktivität grundsätzlich höher ist bei den Mitarbeitern, die einfach engagiert sind, motiviert, weil sie auch das Gefühl haben, der Firma ist es wichtig, am Mitarbeiterlebnis zu arbeiten. Und dann kann man sich nochmal bestimmte Talentgruppen anschauen. Gerade bei Fachkräftemangel, wir haben als Unternehmen ja auch, ne, bestimmte Gruppen von Mitarbeitern, die wir als High Potentials darstellen oder als Engpassfaktoren, ganz viele Leute, die im IT-Bereich arbeiten, zum Beispiel Data Scientists und so weiter. Wie kann man denn grundsätzlich da auch mal drauf schauen? Und dann gibt es, ne, auch Daten von Gallup zum Beispiel oder Glassdoor, wo man einfach sieht, ja, wir haben nicht eine direkte Korrelation, sondern wir können auch zeigen, je besser wir an dem Mitarbeitererlebnis wirklich arbeiten und den Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, desto besser sind eigentlich grundsätzlich unsere Resultate, nicht nur im Ranking, ob wir ein toller Arbeitgeber sind, sondern auch Richtung Weiterempfehlungsrate und grundsätzlich auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Also insgesamt ist da eine Korrelation und es zahlt sich aus, am Mitarbeiterlebnis zu arbeiten. Wie könnte jetzt so etwas aussehen in diesen verschiedenen Phasen? Dazu muss ich natürlich erstmal die Übung machen, für meinen eigenen Servicebereich, den ich jetzt vielleicht leite als Abteilungsleiter oder in meinem Unternehmen, einfach mal diese Journey zu konkretisieren. Also hier ist eine Darstellung von 24 Touchpoints, die wir einfach grundsätzlich sehen in diesen 6 Phasen der Employee Journey. Und da würde ich jetzt einfach Ihnen mal vorschlagen, machen Sie die Übung für sich in diesen verschiedenen Phasen. Welche Touchpoints haben denn Ihre Mitarbeiter im Servicebereich? Was ist denen besonders wichtig? Gehen Sie in den Dialog und überlegen sich, wie Sie einfach da am Mitarbeitererlebnis so arbeiten können, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur hochmotiviert sind, sondern auch bleiben und auch proaktiv an dem Kundenerlebnis Ihres Unternehmens arbeiten. Das als erster Vorschlag. Warum sehen wir das als Chance? Oder welche Chance sehen wir grundsätzlich? Natürlich sind wir in einer Welt, ja gerade, ne, Digitalisierung ist natürlich absolut das Thema, gerade im Servicebereich. Die Technologien erlauben das alles. Wir haben intelligente Technologien, wir haben Algorithmen, wir haben sehr viele künstliche Intelligenz, die auch immer mehr eingesetzt wird. Das macht ja auch alles Sinn, wenn es kundenorientiert auch designt ist und wenn es für einige Kundengruppen auch super ist, wenn es dahin geht, ich bin ein empowered customer und ich möchte so viel wie möglich selbst machen und ich möchte mit jemandem sprechen. Das sind aber immer noch nicht, das sind noch nicht die große Zahl der Kunden. Denn wenn es mal wirklich rund geht und wenn es wirklich mal kritisch wird, dann möchte man trotzdem noch wissen, ich habe eine Person, an die ich mich wenden kann und ich kann jemanden erreichen. Unser Vorschlag ist, oder die Chance, die wir sehen, Contact Center Mitarbeiter wirklich zu Engagement Managern auszubilden, sie als Engagement Manager zu sehen. Wir haben gesehen, sie sind oft in der Customer Journey die wichtigsten Mitarbeiter, aus Unternehmenssicht aber oft die unwichtigsten am Ende der Wertschöpfungskette sind. Das muss sich ändern, das kann sich ändern und wir sehen das als Riesenchance.
Denn diese Mitarbeiter, die im Service arbeiten, sind das Bindeglied zwischen dem Markenversprechen, das Sie als Firma geben, und der tatsächlichen Delivery der Customer Experience. Denn dass ein Experience Guide schön aussieht und ich mir überlegen kann, wenn die Design Thinking Workshops, wie so eine Customer Experience aussehen sollte, und dass das der sexy Bereich ist, ist für den Kunden absolut irrelevant. Denn der Kunde misst sein Erleben, wie sein Kundenerlebnis ist in seiner Customer Journey, die Interaktion mit ihrer Marke, mit ihrem Unternehmen sind an den wichtigsten Touchpoints. Und da ist nun mal der Servicebereich ganz, ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig ist aber auch die Chance da, dass diese, wenn sie Engagement Manager sind, auch gleichzeitig den nächsten Schritt zu einer Kundenloyalisierung machen können. Also einfach erfolgreiche Servicegespräche als Chance sehen für Cross- und Upsell. Nicht einfach nur eine Beschwerde abarbeiten oder eine Frage beantworten oder eine Inzidenz oder, ne, jetzt, wenn wir wieder zurückkommen in den Airline-Bereich, das Geld zurückzuzahlen, die Kompensierung, wenn das Ticket jetzt nicht genutzt wird, sondern das auch als Chance zu sehen, die nächste gute Erfahrung schon mal zu ebnen, um den Kunden auch zu loyalisieren. Ganz, ganz wichtig, diese Chance besteht. Wir sehen da, aber dazu muss ich erstmal als Unternehmen die Rolle eines Contact Center Agents oder im Kundenservice ganz anders sehen als Teil der Customer Journey und da einen wirklich wichtigen Faktor in der Loyalisierung der Kunden zu sehen und dem auch entsprechend mehr Wertschätzung zu geben. Schlussendlich, und ich wollte 5 Minuten vorher Schluss machen, um auch Fragen zu beantworten, damit es nicht ein Monolog von mir Richtung Ihnen ist. Also erstmal mehr Empathie, mehr Liebe, ganz, ganz wichtig. Wertschätzung hat sehr viel damit, also das genuine Interesse unserer Mitarbeitern, damit sie dazu befähigt werden, unsere Kunden viel besser im Kundenservice zu bedienen. Das ist eigentlich das Ziel. Und jetzt bin ich gerne bereit, in den letzten 5 Minuten Ihre Fragen zu beantworten. Oder gerne auch Kommentare.